Herzlich willkommen bei Nona Wunder. Ich bin Simone und in diesem Video führe ich ein Interview mit Kirsten Hellwig und wir sprechen über Pränataldiagnostik und über das, was du wissen musst, bevor du pränataldiagnostische Untersuchungen für dich in Anspruch nimmst. Ja, hallo Kirsten. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben ja schon lange die Idee, dieses Interview zu machen und jetzt hat es endlich geklappt. Kirsten kennt sich total gut aus zu dem Thema Pränataldiagnostik. Du bist Diplom-Sozialpädagogin und systemische Paar-, Sexual- und Familientherapeutin in München. Du arbeitest dort in der Beratungsstelle für natürliche Geburt und Eltern sein. Mhm. Und ich fände es schön, wenn du uns einen kleinen Einblick in deine Arbeit gibst. Also was machst du genau? Was für Paare kommen zu dir? Und wie sieht so ein normaler Arbeitstag für dich aus? Ja, mein Schwerpunkt da in meiner Beratungsstelle ist ja tatsächlich die Beratung von schwangeren und werdenden Eltern zum Thema Pränataldiagnostik. Mhm. Und einige wenige kommen in der Frühschwangerschaft zu mir oder zu uns. Wir machen das ja zu zweit mit der Andrea Singer zusammen und kommen in der Frühschwangerschaft, um sich zu informieren, was gibt es so für Möglichkeiten an pränataldiagnostischen Untersuchungen und was wollen wir auch machen als Paar, als werdende Eltern? Was passt da für uns? Wollen wir es überhaupt machen oder nicht? Und manche kommen auch und sagen, ja, die Gynäkologin hat mir jetzt nahegelegt, ich sollte so ein Ersttrimester-Screening machen, aber ich will das eigentlich gar nicht, muss ich das machen? So, also um sich einfach für sich selber klar zu werden, wie wollen wir umgehen mit dem Thema. Das sind aber tatsächlich die wenigeren, die sich schon früh in der Schwangerschaft da Gedanken machen und sich die Zeit nehmen. Die meisten kommen tatsächlich dann, wenn es einen auffälligen Befund gibt. Also entweder schon wirklich eine Diagnose oder einen Verdacht, wo man dann halt auf jeden Fall dermaßen im Stress ist, dass man auch sagt, jetzt schauen wir weiter und wie schauen wir jetzt weiter. Also die meisten, die uns zu uns kommen, sind schon in einer sehr existenziellen Situation. Okay, ja. Ja, uns ist es wichtig, dass es dir nicht passiert. Deshalb war die Idee auch zu diesem Interview entstanden. Also ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sich vor den Untersuchungen so ein bisschen Gedanken drüber macht. Was hätte das für Konsequenzen? Welche Fragen soll ich mir da stellen? Und ja, was hat es überhaupt auch für Auswirkungen? Ich denke, viele Frauen, denen passiert es sozusagen einfach. Also ich habe das in vielen Facebook-Gruppen auch, dass ich das so wahrnehme. So wie du es gerade schilderst, dass die Gynäkologen halt vielleicht sagen, man ist über 35 oder so, also wäre es sinnvoll, das zu machen. Und dann rutscht man da wie so ein bisschen mit rein, ohne vorher nochmal genau drüber nachgedacht zu haben. Also ja. Wenn du jetzt ein Paar aufklärst, das diese Untersuchungen noch nicht gemacht hat, was sind denn für dich so die wichtigen Fragen, die man sich im Vorfeld stellen soll? Also was sollte man als Schwangere wissen zum Thema Pränataldiagnostik? Ich denke, was wirklich wichtig ist zu wissen, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen der schwangeren Vorsorge und der Pränataldiagnostik. Die Vorsorge, die ich wirklich jeder Frau uneingeschränkt empfehlen würde, bei der geht es wirklich um die Gesundheit von Mutter und Kind. Man schaut nach irgendwelchen Auffälligkeiten, Besonderheiten, wo man dann auch was machen kann. Also beispielsweise, die Frau hat eine Schwangerschaftsdiabetes, dann muss sie da auf eine bestimmte Weise sich ernähren. Oder ja. Es sind Zwillinge oder das Kind liegt in der Beckenendlage, dann wird sie keine außerklinische Geburtshilfe machen können. Also solche Dinge stellt man in der Vorsorge fest, wo man dann auch irgendwelche Konsequenzen zieht, was einen letztendlich dann oder Mutter und Kind gesünder machen soll. Ja. Die Pränataldiagnostik im Kern hat ja eigentlich eine ganz andere Absicht. Die sucht nach Besonderheiten und Auffälligkeiten beim Kind, bei denen man dann, also wenn man was feststellt, nur in den aller seltensten Fällen irgendwas machen kann. Also es gibt Methoden von intrauterinen Operationen, aber das sind absolute Raritäten. In der Regel, wenn man da eine Auffälligkeit feststellt, dann geht es darum zu entscheiden, will ich dieses Kind überhaupt noch oder will ich es nicht mehr? Mhm. Und das ist was man sich einfach vorher bewusst machen muss. Es gibt
wirklich diese beiden Unterscheidungen zwischen der Vorsorge und der Pränataldiagnostik. Und die ist natürlich leider gar nicht trennscharf, die Grenze dazwischen, weil gerade im Ultraschall, der wird auch bei der Vorsorge angewendet. Da geht es dann eigentlich nur darum zu gucken, entwickelt sich das Kind altersgerecht, wie ist die Menge des Fruchtwassers, wie ist die Lage der Plazenta, ist es ein Kind oder mehrere, solche Dinge. Aber letztendlich natürlich eine halbwegs geschulte Gynäkologin, der fällt dabei vielleicht auch das ein oder andere auf, was ein Paar, was für sich entschieden hat, wir wollen eigentlich keine Pränataldiagnostik, vielleicht gar nicht wissen wollte und dann eben doch weiß. Und das heißt, die Gynäkologin, die ist dann schon auch verpflichtet, solche Dinge zu sagen. Also wenn ihr was auffällt, obwohl ich als Schwangere sage, Pränataldiagnostik möchte ich nicht, wenn die Gynäkologin im Ultraschall was sieht, wird sie mir das sagen, ne? Also ich habe schon oft gehört von Frauen, die gesagt haben, ich will es nicht wissen, bitte sagen Sie mir nichts. Und dann ist es ganz schwierig, die Situation, in die die Gynäkologin da kommt, wenn sie dann doch was sieht. Also die kann mit dem Wissen eigentlich nicht, kann das der Frau nicht vorenthalten, wenn sie es gesehen hat. Und letztendlich auch aus der Angst heraus, die Frau könnte dann hinterher vielleicht doch klagen oder so und sagen, ja, sie hätten das doch müssen. Also es ist wirklich eine schwierige Situation. Ja. Ganz schwierig. Eine Frau, die für sich entscheidet, sie will keine Pränataldiagnostik machen, muss sich gut überlegen, zu wem sie geht zur Vorsorge und wie sie das kommuniziert. Und auch dann ist es nicht sicher, dass sie nicht doch irgendwas erfährt. Manche Dinge sind einfach sehr offensichtlich. Und also die einzigste Möglichkeit wäre sozusagen, den Ultraschall zu vermeiden, ne? Oder sparsam einzusetzen. Also ich hatte in meiner zweiten Schwangerschaft nur einen Ultraschall, den die Hausgeburtshebamme gerne zur Sicherheit wollte, in der 30. Woche. Mhm. Und klar, da hätte man ja jetzt theoretisch auch was feststellen können. Mhm. Ja. Aber ich meine, dann hätte ich bis dahin eine Schwangerschaft in guter Hoffnung gehabt oder so. Also es ist immer ein Abwägen sozusagen, ja, ne? Und ein Spüren und auch vielleicht viel Glück. Also ich meine, man hört ja auch immer wieder, dass Dinge erkannt werden, die sich dann am Ende als nichts rausstellen. Also das habe ich auch im Freundeskreis, irgendwie im Humangenetischen Institut dann noch Untersuchungen waren und am Ende kommt ein kerngesundes Kind auf die Welt. Also man fischt da so ein bisschen im Dunkeln, so nehme ich das als Außenstehende auch manchmal wahr, ne? Vor allem am Anfang, wenn es diese Verdachtsdiagnosen sind, so, ja, da könnte was sein und so. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, man fischt im Dunkeln, aber es gibt eine Menge mögliche Hinweise auf Auffälligkeiten, die sich dann wieder in Wohlgefallen auflösen, wie du sagst. Also die Diagnostik ist ja nicht von Anfang an so differenziert, wie sie letztendlich sein kann. Also wenn man dann wirklich tief die DNA aufschlüsselt und in die Genetik reingeht und natürlich auch später dann im Ultraschall schaut, da sieht man schon sehr, sehr viel. Da kann man schon ganz viel machen. Ja. Aber so geht es ja nicht los. Es geht ja los mit anderen Methoden, zum Beispiel dem Ersttrimester-Screening, wo erstmal ja nur eine Wahrscheinlichkeit errechnet wird für eine mögliche Trisomie. Und das ist natürlich was sehr, sehr Vages. Ja. Und Fakt ist, dass natürlich viele werdende Eltern dadurch auch erstmal beunruhigt werden und hinterher ist dann doch alles gut. Aber ich sag mal, emotional wird dann doch irgendwie nie mehr alles gut. Wenn man einmal diesen Schreck gehabt hat, da könnte was sein und ist dann in Sorge, das begleitet die Eltern dann bis zur Geburt und ich würde sagen auch darüber hinaus, weil man ist dann doch mal sehr auf Bestätigung von außen angewiesen, dass doch alles gut ist und so dieses Vertrauen und diese Zuversicht, was eine Frau ja auch haben könnte, das ist dann schwierig, das wieder herzuholen. Ja, aber so, also was du ansprichst, so dieser Wunsch, dass alles gut ist, also den kann ich ja als Mutter total gut verstehen. Was wünscht man sich nicht mehr, als dass die Kinder einfach gesund sind und dass man gesunde Kinder zur Welt bringt? Ich denke mir so, dass das auch die Hauptmotivation ist für Paare zu sagen, ich will das eigentlich, ich mache das und ich will erst mal nur hören, es soll alles gut sein, so, ne? Aber ich meine, für viele trifft es ja dann einfach nicht zu oder für einige, also was dann so viel oder wenig bedeutet. Wenn es einen halt selber betrifft, steckt man plötzlich in der Situation, ne? Dass auf einen zutrifft, dass halt doch nicht alles in Ordnung ist, ne? Also man muss vorher wahrscheinlich gut abwägen, ob man diesen Stress oder diese Achterbahn der Gefühle, die ja dann auch entsteht, während man vielleicht auf Ergebnisse wartet oder sich nicht ganz sicher ist, ist das jetzt nur ein Verdacht oder stellt sich wirklich was raus? Das muss man als Paar dann auch aushalten in der Schwangerschaft, ne?
Klar, also glücklicherweise ist es ja so, dass jetzt beispielsweise beim Ersttrimester-Screening, was ja oft auch das erste ist, was die Schwangeren machen, wenn sie PND machen, dass über 80% da tatsächlich mit einem Ergebnis rausgehen. Das heißt, es sieht alles gut aus, sofern wir das mit diesem Test im Moment beurteilen können. Und sie können jetzt erstmal weiter in Ruhe schwanger sein. Über 80%, aber es bleiben halt knapp 20, bei denen das nicht so ist, von denen na, tatsächlich nur ein kleiner Teil tatsächlich eine Auffälligkeit hat und ein recht großer Teil, die halt erstmal irgendwie ein bisschen in Unruhe sind und überlegen, ob sie jetzt weitere Diagnostik in Anspruch nehmen oder ob sie ihr Vertrauen wiederfinden. Okay, also das heißt, eine Sache, die ich schon mal wissen muss, ist, dass das, dass es wie so einen Einstieg gibt. Das wäre dann das Ersttrimester-Screening und danach gehöre ich halt entweder zu den 80%, bei denen alles gut scheint. Ist ja, also 100%ige Garantie ist immer noch nicht. Ne? Ja. Und die restliche 20, die werden weiter forschen. Das heißt, ich muss dann wissen, dass ich mich darauf einlasse, dass noch andere Untersuchungen kommen. Das wäre dann was, also zum Beispiel eine Fruchtwasseruntersuchung oder... Also da kommen dann nachher auch dann invasive Methoden vielleicht, ne? Vielleicht. Also meistens ja heutzutage nicht mehr so schnell. Wie gesagt, dieses Ersttrimester-Screening errechnet erstmal eine Wahrscheinlichkeit. Und da gibt es dann einen kleinen Teil, wo dann die Fachärzte sagen würden, das ist jetzt ein hohes Risiko für eine Trisomie. Und wir würden Ihnen empfehlen, am besten gleich eine invasive Diagnostik in Anspruch zu nehmen. Es gibt aber auch noch einen großen Teil, wo die Ärzte sagen würden, es ist jetzt ein mittleres Risiko, also wobei ich Risiko immer so in Anführungsstrichen sehen würde. Ja. Mittleres Risiko, was heißt das? Also es sind Zahlen, 1 zu 500 ist die Wahrscheinlichkeit für eine Trisomie. Das kann ich dann hoch finden, das kann ich aber auch total niedrig finden. Ja. Also es ist ja eine sehr subjektive Sache, wie gehe ich mit solchen Zahlen um? Und viele Frauen können mit den Zahlen auch gar nichts anfangen, merken aber, der Pränataldiagnostiker empfiehlt irgendwie eine weitere Methode zur Untersuchung und sind dann natürlich erstmal alarmiert und beunruhigt. Ja. Und meist ist dann der nächste Schritt seit einigen Jahren dann eher eine nicht-invasiven Pränataltest zu machen, also abgekürzt NIPT oder auch unter dem Markennamen eben Pränatest, Harmony-Test, Panorama-Test bekannt. Das heißt, da wird nur der Mutter Blut abgenommen. Man muss eben noch nicht mit der Nadel durch die Bauchdecke zum Kind. Und in diesem Blut der Mutter fischt man dann DNA-Stücke des Kindes raus, setzt die zusammen, zählt die durch und stellt dann unter Umständen fest, da gibt es einen Überhang vom Chromosom 21 oder 13 oder 18. Und dann ist dieses Testergebnis halt erstmal so, dass es heißt, das Kind hat höchstwahrscheinlich diese Trisomie, was aber auch kein sicheres Ergebnis ist. Dieser NIP, der nicht-invasive Pränataltest, ist eben ein Test und keine Diagnostik und es kommt auch da nicht allzu selten zu sogenannten falsch-positiven Ergebnissen. Das heißt, das Ergebnis ist positiv im Sinne von, das Kind hat eine Trisomie, es ist auffällig. Aber wenn man dann weiterschaut mit der invasiven Diagnostik, die wirklich sicher ist und wirklich eine Diagnostik, ist es dann doch nicht so. Also auch das kann dann nochmal passieren. Und so ein Prozess zieht sich natürlich über Wochen. Ja. Okay, das heißt grundsätzlich, also wenn wir das auf eine... Also was du vorhin Wichtiges noch gesagt hast, dass man eigentlich nichts daran verändern kann. Also ich habe dann zwar die Gewissheit, dass ich ein Kind mit einer Besonderheit, Behinderung oder so einer Trisomie, also was auch immer es dann ist, bekomme, aber ändern kann ich daran nichts. Also ich glaube, so das Hauptargument vieler ist ja dann auch, ich möchte es dann aber vorher wissen, ich kann mich dann drauf einstellen und so. Also wie stehst du dazu? Was ist das so deine Einschätzung, wenn du mit Paaren zu tun hast? Hilft es tatsächlich, es vorher zu wissen? Oder? Also ich sage mal, ich kenne einige Eltern, die es vorher wussten und die im Nachhinein sagen, es war ganz gut, es zu wissen und sich darauf einzustellen. Vielmehr erlebe ich natürlich Eltern, die sagen, boah, jetzt wissen wir es, haben eigentlich vorher gedacht, wir heißen jedes Kind willkommen und es ist schon in Ordnung so. Und jetzt sind die Ängste aber doch so groß,
und die sich dann letztendlich meist nach langem Ringen, aber dann doch nicht so selten für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Also das ist einfach natürlich die Situation, in die man auch kommen kann, wenn man sich entscheidet, Pränataldiagnostik in Anspruch zu nehmen, dass man in eine Situation kommt, die man sich niemals vorstellen konnte, ist und wie die sich anfühlt. Ja. Und meine Erfahrung ist, dass wenn einmal so eine Diagnostik festgestellt ist, dass dann wirklich so die gute Hoffnung verloren geht. Also dass dann nur wenige Eltern auch sagen können, mein Down-Syndrom ist halt so, kann man auch damit leben und wird auch ein gutes Leben werden, sondern die meisten haben dann ganz viele Ängste, also stellen sich dann auch das Schlimmste vor, was ja selten eintritt, beispielsweise beim Down-Syndrom, aber haben dann die Idee, das Kind lernt vielleicht nie laufen und sprechen und liegt nur und ist pflegebedürftig und das ist total selten. Ja, ja. Aber dieses Einfallstor für alle möglichen Ängste ist dann oft geöffnet. Das ist so meine Erfahrung. Allerdings bei denen, die sich dann letztendlich entscheiden, das Kind doch zu bekommen, da erlebe ich es dann schon so, dass das Vertrauen auch wieder wachsen kann und dass sie dann oft letztendlich sagen, mei, muss uns ja nicht so hart treffen, wird schon irgendwie jetzt in dem Rahmen gut gehen und ist vielleicht auch jetzt ganz okay, dass wir es vorher wissen. Ja. Klar, also kann man sich dann ein bisschen einlesen oder so, ne? Es trifft einen nicht ganz so. Ich glaube, das, was mich stören würde, wäre tatsächlich das, dass dann so diese Unsicherheit oder dieses, und wie wird es dann? Und außer, dass das Kind dann gleich wie so eine Schublade irgendwie hat. Also wir kriegen dann kein Baby mehr, sondern wir kriegen eine Trisomie 21 oder so. Ja. Also erlebe ich das dann manchmal und denke so, das ist schade, wenn dieses Wunder dann so reduziert wird auf diese aus das, was aus der Norm fällt, so, ne? Ja, ja, das passiert also, in der Tat, weil in dem Moment, wo die Eltern ihr Kind im Arm halten und anfangen, sich in dieses Kind zu verlieben und sehen, das ist eigentlich ein total süßes Baby, in dem Moment ist es natürlich auch noch irgendwie erstmal ein Hammer, wenn sie doch, das Kind hat irgendeine Auffälligkeit und trotzdem, sie fangen an, dieses Kind zu lieben und wissen, das ist ihr Kind und sie tun alles für dieses Kind. Mhm. Dass es möglichst gut weitergeht. Aber in dem Moment, wo das Kind sich noch im Bauch versteckt und diese Diagnose kommt, ist es bloß noch eine Diagnose. Schwieriger, ja. Ja, ja. Ja, weil du gerade sagst, dann liebt man sein Kind, wenn man es im Arm hat. Ich denke, viele Schwangere oder, also man ist ja schon während der Schwangerschaft ganz arg verbunden mit seinem Kind. Und das sind ja alles auch Wunschkinder oder die meisten, ne? Also Kinder, die gewollt, gewünscht, ersehnt, erträumt sind und dann kommt man ja schon in den großen Zwiespalt. Nur weil das Kind jetzt nicht so ist, wie man es sich gewünscht hat, muss man so eine Entscheidung treffen. Und die Schwere der Entscheidung, also es wäre mir auch nochmal wichtig, dass wir so über diese Konsequenz sprechen. Also ich habe dann diese Konsequenz, mit einem behinderten Kind zu leben oder einen Abbruch zu machen. Beziehungsweise... Es gibt ja auch so infauschte Diagnosen, wo klar ist, das Kind hat im Grunde genommen keine Überlebenschance und es wird gehen in seiner Zeit. Ne? Also das ist vielleicht auch nochmal ein Sonderfall, oder wenn ich weiß, da sind keine Nieren angelegt oder was es manchmal für Fehlbildungen gibt. Aber auch da habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, trage ich weiter aus oder lasse ich einen Abbruch machen. Ne? Ja. Mhm. Das genau, erlebe ich auch manchmal als sehr erfüllend für die Eltern, die sich in so einem Fall dann entscheiden können und zu sagen, wir geben dem Kind diese kurze Zeit, die es hat und tragen aus und manchmal stirbt das Kind dann während der Schwangerschaft, manchmal auch erst kurz nach der Geburt und oft sind die Eltern dann auch ganz beseelt sozusagen. Wir hatten diese eine Stunde mit dem Kind, wir konnten es kennenlernen und haben auch dann Frieden damit, mit der Situation. Ja. Ja, ist was Schönes, ne, bei diesem trotz harten Thema. Also ich denke, man kann dann vielleicht, man hat die Erinnerung halt an diese Zeit dann auch nochmal, ne. Ansonsten bleibt halt der Abschluss immer, also Schwangerschaftsabbruch, ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit dem
Wort, gebe ich ehrlich zu, weil das so technisch klingt und für mich ein bisschen verschleiert, was da eigentlich da so dann dahinter steckt. Und ich denke auch, dass viele Frauen sich nicht wirklich oder Paare einen Kopf darüber machen, was bedeutet denn eigentlich ein Schwangerschaftsabbruch? Also so, ja, weil es einfach nochmal was anderes ist, als einen Zahn zu ziehen oder so. Und auch wenn das Thema wirklich hart ist, also immer wenn ich mich damit beschäftige, denke ich so, oh, eigentlich will ich es gar nicht so genau wissen, finde ich doch, um eine bewusste Entscheidung zu treffen und einen Weg zu gehen, der sich für mich gut anfühlt, ist wichtig, wenn ich vorher Bescheid weiß. Also wie läuft ein Schwangerschaftsabbruch dann ab oder ja, für was entscheide ich mich da? Dann. Ja, also wir reden ja in dem Fall von einem Spätabbruch und nach der 14., spätestens nach der 16. Woche ist es kein operativer Abbruch mehr, wie jetzt in der Frühschwangerschaft, sondern es ist eine eingeleitete Geburt. Also das heißt, die Frau wird stationär aufgenommen, bekommt ein Wehenmittel und wird dieses Kind dann gebären. Nochmal so zur Unterscheidung, also einfach, warum du jetzt diese Trennung machst, Frühabbruch oder operativer Abbruch spät, also dass ich das weiß. Wann geht normalerweise so das los mit der Pränataldiagnostik? Also es kommt ja ein bisschen drauf an, wie schnell ich das alles durchlaufe, um dann zu wissen, möchte ich das Kind austragen oder werde ich abtreiben, oder? Ja, also es gibt tatsächlich, wenn jetzt Eltern für sich entscheiden und sagen, wir möchten auf gar keinen Fall ein Kind mit einer Behinderung. Wir wollen jegliche möglichen Tests machen, um ganz früh zu wissen, was ist, und dann würden wir halt abtreiben im Fall. Die könnten natürlich tatsächlich sehr früh das Ersttrimester-Screening machen oder auch dann den nicht-invasiven Test, den man ja auch schon ab der 10. Woche machen kann, und könnten tatsächlich noch im Rahmen dieser 14 Wochen Zeit einen operativen Abbruch vornehmen lassen. Davon bekomme ich gar nicht so viel mit. Kann sein, dass es das häufig gibt und dass die dann aber auch nicht in die Beratung kommen, die Eltern. Was bei uns eintrifft, sind tatsächlich eher die Fälle, wo es später festgestellt worden ist und manchmal auch sehr spät, manchmal also nicht so selten jenseits der 20. Woche. Okay, ja. Manchmal sogar jenseits der 30., wo sich im Gehirn noch irgendwas Auffälliges zeigt und die Eltern Angst bekommen vor einer schweren geistigen Behinderung. Und dann läuft es einfach auf eine wirkliche Geburt hinaus. Und man gebärt ein totes Kind. Ja. Okay, also nochmal der operative Abbruch, das ist, muss man sich wie eine Ausschabung vorstellen. Genau. Oder? Ja, also da wird einfach, weil es noch so klein ist, Ausschabung macht auch im Krankenhaus. Und genau, auch jetzt ambulant. In Faxen, genau. So wie bei einem halt Abbruch im Rahmen der Fristenlösung. Genau. Und bei einer Spätabtreibung, also wenn du gerade sagst 30. Woche, da denke ich so, boah, das also ist ja dann schon weit über der, ich kann schon überleben natürlich als Baby. Ich bin ja schon, deswegen wird es üblicherweise so gemacht, dass ab der circa 22. Schwangerschaftswoche, damit das Kind nicht lebend auf die Welt kommt, vorher ein sogenannter Fetozid gemacht wird. Das heißt, das Kind wird mit einer Spritze durch die Bauchdecke, also in die Nabelschnur rein, Kaliumchlorid, damit das Herz stehen bleibt. Okay, also ich entscheide mich dafür, dass mein Kind getötet wird in meinem Mutterleib, so muss ich sagen. Ja. Okay, und dann? Bis zur 21. Woche geht man davon aus, das Kind ist außerhalb des Körpers der Mutter nicht lebensfähig und es wird auf jeden Fall sterben. Was wäre dann? Dann leitet man die Geburt mit einem lebenden Kind ein? Ja. Also ja, und es stirbt dann in der Regel während der Geburt, manchmal auch erst kurz danach. Okay, also man nimmt es bewusst in Kauf quasi, dass man es auf die Welt bringt und dann sterben lässt. Genau. Okay. Genau. Oh, also ich merke bei dem Thema echt immer wieder so, es fällt mir echt schwer. Wir hatten ja schon viele Gespräche drüber, dass man es auch verstehe kann, manchmal aus der Situation heraus oder dass ich als Paar in so eine Situation kommen kann und dann muss ich mich entscheiden. Aber gerade wenn es um so große, große Kinder geht, das ja schon echt. Und ich weiß nicht, ob die Menschen sich dessen bewusst sind, was sie dann durchleben oder so. Weil ich muss es da ja auch als Frau, muss ich selber machen sozusagen. Ja. Ne? Also ich werde nicht irgendwie in Vollnarkose in den OP geschoben und komme wieder raus und es ist weg sozusagen, sondern ich durchlebe diese
diese Zeit. Und ich meine, so eine eingeleitete Geburt, also ich stelle mir vor, es klappt ja auch, wenn ein Geburtsbefund da ist, oft nicht sofort mit der Einleitung, sondern es zieht sich über Tage oder so. Ne? Es muss ja dann wirklich die Gebärmutter anfangen, Wehe zu machen und der Muttermund muss sich öffnen. Also das zieht sich dann auch oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also bis das Wehenmittel wirkt, kann sich ziehen. Manchmal wirkt es nach ein paar Stunden, aber manchmal auch erst nach 1, 2, 3 Tagen. Das gibt es ja. Okay. Und dann habe ich die Möglichkeit, mein Baby zu beerdigen oder, also wie funktioniert es, was danach kommt dann mit Beisetzung oder Abschied nehmen? Ja, also das finde ich ist ein ganz wichtiges Thema mit dem Abschied. Manche Eltern können sich das nicht so gut vorstellen, wie das dann ist, das Kind wirklich auch anzuschauen, zu berühren, sich Zeit zu nehmen. Die meisten tun es dann doch und es ist gut so. Und sie erleben das dann auch hinterher als eine ganz wertvolle Zeit, an die sie sich erinnern. Und tatsächlich auch nicht wenige Eltern, die sagen, das war auch irgendwie schön. Also es klingt verrückt, aber ich habe das nicht selten gehört, dass sie sagen, ich war auch ein bisschen euphorisch und ich war auch stolz, dass ich das jetzt hinter mich gebracht hatte und ich habe mein Kind angeschaut und ich fand es schön und ich habe es geliebt. So. Ja. Und es ist wirklich gut, sich da Zeit zu nehmen. Und dann Beerdigung ist so, dass die Eltern sich darum kümmern müssen, wenn das Kind mehr als 500 Gramm wiegt. Auch so ungefähr 23., 24. Woche. Davor ist die Regelung, sie dürfen es selbst bestatten, aber sie müssen es nicht. Okay. Es wird auf jeden Fall bestattet und dann über die Klinik, wenn die Eltern sagen, wir machen es nicht selber, sondern das kommt dann in ein Sternenkindergrab. Die Kliniken haben dann auf einem Friedhof eben eine Stelle und es gibt dann auch eine Gedenkfeier für alle Eltern, deren Kinder da in den letzten Monaten verstorben sind. Also das läuft schon mit Würde ab. Und es gibt einen Ort zum Trauern, wo man hingehen kann. Okay, ja. Ja, weil du gerade sagst Sternenkinderfriedhof. Es gibt ja auch diese Sternenkinder-Fotografen, die dann ehrenamtlich arbeiten und kommen, um stillgeborene Kinder zu fotografieren. Da habe ich jetzt auch schon gehört, dass das auch von Eltern in Anspruch genommen werden, die sich für einen Abbruch entscheiden, weil sie einfach dann trotzdem diese Erinnerung an das Kind weiter haben wollen. Ja. Ich habe das auch schon gehört. Das ist jetzt nichts, wo ich in der Beratung so explizit darauf hinweise, weil für die meisten Eltern ist es eh schon schwer vorzustellen, wie die Situation dann danach ist. Und es ist so intim und persönlich. Und dann zu sagen, laden sich doch eine Fotografin ein. Also wenn Eltern selber auf die Idee kommen, gut. Ja, gut, ich denke also jetzt gerade in diesem dieses Sternenkind-Fotograf, die sind ja schon auch geschulte Fotografen im Sinne von, sie machen es ehrenamtlich, ohne dafür Geld zu kriegen. Aber was ich mitgekriegt habe, jetzt auch weil Kerstin sich dafür interessiert und einsetzt, dass schon vorher viele, viele Infos rausgegeben würden, weil man weiß, man kommt in eine ganz besondere Situation und es findet viel Austausch statt auch, weil ich denke auch als Fotograf, wenn man so ein Ehrenamt hat, muss man das verschaffen können, dass man es dann einfach mit trauernden Menschen zu tun hat, mit einem toten Kind zu tun hat. Aber ich denke so dieses, die Erinnerung, also so ein Fotograf geht wahrscheinlich anders vor wie ein Hochzeitsfotograf, so jetzt, ne? Also gleich ist es eine fremde Person, aber den lade ich mir dann ein mit dieser Haltung, er schafft mir jetzt halt eine Erinnerung, die ich dann später gern noch angucke oder Ja, okay. Also eine Erinnerung zu haben, ist sicherlich schön. Wobei die Hebammen auch immer das Kind fotografieren. Aber es lässt sich natürlich dann von der Qualität des Bildes nicht vergleichen. Aber eine Form von Erinnerung haben die Eltern. Genau. Oder so Fußabdrücke sind ja auch üblich, denke ich, oder? Also, dass so Fußabdrücke gemacht werden und so. Ja. Genau. Ja. Okay. Also, das heißt, beim Thema Pränataldiagnostik geht es ganz viel tatsächlich um so ein. Also ich denke immer wieder trotzdem, es geht um so einen Blick in die Zukunft und wenn ich das alles nicht will, muss ich eigentlich von Anfang an sagen, ich entscheide mich für das Nichtwissen. Ja. So, das wäre eine Möglichkeit, ne, zu sagen, ich entscheide mich für das Nichtwissen, ich möchte in guter Hoffnung schwanger sein, ich nehme das Kind so an, wie es ist und ich bin zuversichtlich, dass ich die Situation dann, egal wie es sein wird, also entweder ich kriege ein gesundes Kind oder ich kriege ein Kind, was dann
geht, weil es einfach eine Diagnose hat, mit der es nicht lebensfähig ist, oder ich lebe mit einem behinderten Kind. Also es sind so die drei Möglichkeiten, die ich dann habe, wenn ich mich fürs Nichtwissen entscheide. Ne? Ja, genau. Mhm. Oder ich entscheide mich dafür, Pränataldiagnostik in Anspruch zu nehmen, und dann muss ich immer Schritt für Schritt gucken, was kommt da auf mich zu. Gehöre ich zu den 80%, gehöre ich zu den 20% und wie läuft es dann weiter? Ne? Und wenn ich Pech habe, komme ich in so eine ganz schwere Situation, wo ich dann entscheide für oder gegen mein Baby. So ist es. Also wenn ich mich entscheide, Untersuchungen machen zu lassen, dann kann ich in so eine Situation kommen. Ja. Ja. Okay. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, diese Idee, ich lasse jetzt Untersuchungen machen und wenn dann alles gut ist, ist für immer alles gut, ist ja auch eine Illusion, weil die meisten Behinderungen entstehen nach der Geburt. Ja, oh, das finde ich wichtig, dass du das nochmal sagst. Ich hätte jetzt abgerundet und ein Ende gemacht, aber das finde ich so wichtig. Nee, also so dieses, es steht ja nirgends, dass ich ein Recht habe auf ein gesundes Kind. Und wenn ich mir meinen Jüngsten angucke, der auch wirklich schon flott unterwegs war und so, dann denke ich mir, es können so viele Sachen passieren. Also mein Kind kann auch mit 2 noch irgendwie ertrinken, stürzen, und natürlich wünsche ich mir das nie als Mutter. Und trotzdem muss ich in der Situation ja dann auch gucken, wie geht es jetzt für mich weiter und so. Ne? Also dieses... So ist es. Wenn ich mich für dieses Abenteuer entscheide, ein Kind zu kriegen, dann weiß ich einfach überhaupt nicht, wie es weitergeht und was mir so begegnet im Leben. Und einen kleinen Teil kann ich durch Pränataldiagnostik ausschließen und einen ganz großen Teil, der wird sich eh so entwickeln. Wie er sich entwickelt, ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Und wir sagen ja bei Nona Wunder immer, wir laden dich ein, entscheide dich für den Weg des Vertrauens. Und vielleicht weißt du nach diesem Interview einfach nochmal mehr Bescheid über Pränataldiagnostik und darüber, wie es sich für dich so anfühlt, jetzt zu entscheiden, möchtest du das in Anspruch nehmen, ja oder nein? Und ja, so ist es. Das Leben ist immer ein Risiko und das Leben mit Kindern noch viel mehr, denke ich. Das heißt, es gilt, dich gut zu informieren, gut hinzuspüren und dann für dich eine Entscheidung zu treffen, die sich für dich richtig anfühlt. Okay, dann sagen wir Tschüss. Und erwarte eine Zeit voller Wunder. Tschüss.